Runde Digimon. Mal schauen, ob wir heute irgendwie was reißen können. Aber wir füttern erstmal. Hey everyone! Unsere Digimon sind ja dauerhungrig, wie wir gelernt haben. Just a minute. Hallo Andi! Wieder nicht, ist doch auch zu erwarten. Come on, eat up. Muss aber gut. Nehmen wir da noch ein paar Items mit. Wie auch immer man den Tiefsee mitnehmen kann, aber gut, warum nicht? Irgendwie stecke ich hier fest. So, hier sieht es. Irgendwas, was man benutzen kann. Kupfer. Jetzt haben wir das Zeug noch nicht einmal brauchen können. Wer weiß, wofür es gut ist. Früher oder später wird es sicherlich nützlich sein. Hoffe ich zumindest. Damit sich die ganze Sammlerei überhaupt lohnt. Erstmal holen wir uns unsere Ration Fleisch ab. Ich meine, das müsste schon der neue Tag sein. Fleisch. Das Thema heute, finde das Klo. Ja, das kann durchaus auch sein. Definitiv. Ich würde es jetzt nicht abstreiten. Oh, ein paar Items. Gartumon digitiert zu Scheißvieh. Was? Keiner haben will, Mon. Ich hoffe nicht. Hallo Ranma, schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Nur die allgemeinen Einstellungen. Nee, das will ich auch. Ach halt, Botermann. Botermann sagt bestimmt was über die Digimon. Das war versteckt hinter unserem kleinen Fuchs. Okay, also es gibt auf jeden Fall scheinbar aktuell nur Insekten-Digimon, die mit uns ein wenig spielen möchten und in unsere Stadt ziehen wollen. Schauen wir mal, ob wir die später irgendwie im Laufe des Streams anwerben können. Wäre ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Müsst aufs Klo, nachdem ihr einmal trainiert habt. Okay. Don't hold back. Alle guten Dinge sind drei. Let's go. Nur bei dir Geschwindigkeit und bei dir. Das klingt ganz gut. Ja, ihr habt das ganz toll gemacht. Das ist sehr schön. Oh, wir haben Digitationsinfos bekommen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Signora. Überlegen, wo wir das einsehen können.
Daniebler, danke fürs Followen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ansonsten tut es mir sehr leid. War keine Absicht. Genau, hier können wir dann auch im Laufe mehrere Tipps sehen, was wir erreichen müssen, um die Digitation zu bekommen, die wir haben möchten. Wie wir sehen, entwickelt sich Gatomon in 3 verschiedene Digimon. Je nachdem, was wir haben möchten, muss dann eben die Werte, die dort angezeigt werden, auch eintreffen. Sonst wird das nichts mit dem Wunsch-Digimon. Aber wenn man es weiß, ist es ja gar nicht mehr so schwer. Ich möchte hier raus, danke. Dann schauen wir doch mal, was wir heute so erleben in der Digi-Welt. Nehmen wir doch erstmal den hier vorne noch mit. Los, kämpf. So ein kleines Kämpfchen zum Start ist doch auch ganz gut. Auch wenn er sehr schnell vorbei war. Wir sind wohl mittlerweile etwas sehr stark für die Goblimon. Aber nun gut. So, du bist definitiv eins der Digimon, das in die Stadt will. Kauf mir dir jetzt einfach diese blöde Disk ab. Vielleicht gibst du dir dann Ruhe. Jo, gib her. Dank dir könnte ich jetzt endlich meinen Laden aufmachen. Ich habe dann mehr im Angebot, also schau gerne vorbei. Man sieht sich, Menschending. Oh Mensch. So einfach war's. Na super. Merkt man, geizige Menschen kommen nicht immer weiter. Lieber mal ein bisschen mehr Geld ausgeben und schon hast du einen neuen Bewohner in der Stadt. So muss es doch laufen. So, das da oben war Biomon. Dazu brauchen wir immer noch ein Flug-Digimon, was wir noch nicht haben. Wo kam ich da hin? In die Serverwüste. Wir waren letztes Mal beim Waldweg. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, erstmal da weiterzumachen. Ein Apfel. Apfel. Den nehmen wir mit. Und ihr habt schon wieder Hunger. Mensch. Die sind einfach zu verfressen. So geht das doch nicht. Leute. Weniger futtern. Mehr trainieren. Das wäre doch schon ganz gut. So. Pilz hat gereicht. Wir können weiter. Das nehmen wir doch mal eben mit. Materialien schaden ja nie. Oh. Eine Karte. Okay. Und noch mehr Kupfer. So viel Kupfer, wie wir bisher haben. Ob wir das jemals benutzen werden? Wer weiß, wer weiß. Noch ein paar Goblimon. Ist noch irgendwas? Noch weiter. Zum Kraftwerk 2. Hier. Kann man ja mal eben reingucken. Bisschen lulen, was da so abgeht. Ob uns das gefällt. Das war nicht Stufe 5, okay. Kann ich mit leben, nicht jeder kann den Namen richtig aussprechen. Okay, dann bin ich ja beruhigt. So. Dann gehen wir doch einfach mal hier unten weiter. Hier mal das Ganze in der Nähe. Ja, hier stehen überall Goblimon rum. Die stehen natürlich in der Nähe.
Aber die habe ich auch so gesehen. Das ist sehr nett, dass ihr mich darauf hinweist. Dann müsste ich hier jetzt... Die Serverwüste sein, genau. Aber ich glaube, WLAN kann mir immer noch nicht wirklich weiterhelfen. Ah, dieser Hohlkopf-Togemon. Ja, das hatten wir letztes Mal schon. Bringt uns so nichts. Ja, irgendwo da hinten. Aber ich glaube, die Serverwüste möchte ich noch nicht. Man sieht viel. Außer Dünen, Server und Dünen. Das machen wir später. Das ist mir noch ein bisschen zu früh. Ich möchte hier wieder raus. Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Oh, danke für den Host. Sehr lieb von dir. Ihnen geht's soweit gut, jawohl. Wir laufen jetzt geradeaus durch. Okay. Schauen wir doch mal. Wir wollten ja letztes Mal noch Wormon einen Gefallen tun. Das können wir eigentlich jetzt dann machen. Dann 100 pro auch in unsere Stadt kommt. Vielleicht. Ich wüsste zwar jetzt nicht, was er uns dann bieten möchte, aber das würden wir ja dann noch rausfinden. Wir sind hier offen für alles. Unsere Stadt ist noch sehr, sehr klein. Sparkles auch. Mehr Items können wir nicht tragen. Na gut, dann nicht. So. Wo ist unser kleines Wormon? Ach, unter den Berg hin. Hier in der Richtung irgendwo. Ah ja, genau da. Da steht's. Und wir sollten... Wir sollten... Ein Stock suchen. Da war was. Huch. Steht doch nicht im Weg rum, Mensch. Wow. Es kommt. Was ist denn jetzt da? Können wir das hinkriegen? Der sieht mega aggressiv aus. Das kleine Red Legimon. Das scheint relativ gut zu klappen. Ausgeglichen, ich glaube. So. Tatsächlich. Super. Hat ja gut funktioniert. Ich möchte kein Game singen. Mensch, Leute. So wird das nix. So wird das nix. Haben wir denn noch Medizin oder irgendwelche Items dabei? Das wäre doch schon mal ganz gut für den Anfang. Und Pflaster oder ähnliches? Wahrscheinlich nicht. Wäre ja zu einfach. Gehen wir wohl erstmal zurück. Es hat sich wehgetan.
Heiko, auch dir danke fürs Followen. Vielleicht kriegen wir ja im Automaten noch ein paar Pflaster. Das wäre so jetzt auch nicht verkehrt. Bevor wir bis ganz hinten wieder zurücklaufen müssen, ist ja dann doch ein relativ weiter Weg. Wir haben nicht genug Geld dafür. Na klar. Aber gut, dann gehen wir halt eben zurück. Das ist ja jetzt das kleinere Problem dann. Müssen ja sowieso noch mal unser Inventar ein bisschen ausleeren, nachdem wir nicht mehr so ganz so viel tragen können. Was uns auf unserer Reise natürlich nicht wirklich viel bringt. Da sollten wir mit leeren Taschen durch die Gegend reisen. Wäre ein wenig effektiver. Du bist zurück, Leilana. Ich habe gute Neuigkeiten. Pentomon ist nach Floatien zurückgekehrt. So eröffnet einen Ausrüstungsladen. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 4. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Oha, und Stufe 6 erreicht. Mensch. Boah, wie ihr es auch guckt. Dafür, dass es sich wehgetan hat, schaut es an, als würde es mich gleich umbringen wollen. Ist okay. So, müssten wir jetzt eigentlich auch Pflaster wieder kaufen können. Das ist das Lagerhaus. Haben wir noch? Haben wir zufällig welche im Lager? Kann ich mir zwar jetzt nicht vorstellen, aber... Ich denke nicht. Was hast du denn so für Ausrüstungsgegenstände? Okay. Noch nicht sehr viel, aber immerhin etwas. Ist ja zumindest für einen Laden schon mal gar nicht so verkehrt. Und schon haben sie wieder Hunger. Kaum aufgestanden, erstmal was futtern, ist klar. Hey everyone! So. Dann kriegt ihr ein paar Pilze, die gegessen werden, ohne Widerrede. Es muss nicht immer Fleisch sein. Und gleich meine Trophäe. Sehr schön. Da fängt doch alles ganz gut an. Pilz. Läuft. Und wir haben immer noch kein Pflaster für Gatomon, aber... Das können wir am Automaten dann erledigen. Dann müssen wir sowieso vorbei. Klingt schon etwas wehleidig. Muss man hier mal so erwähnt haben. Mensch. So. Na, die 90. Ich nehme jetzt einfach das nächste Mon, das hier rumläuft. Das Numemon da zum Beispiel.
Das sollten wir wohl platt kriegen. Das sollte zumindest reichen. Ja. Dann können wir uns jetzt ein Pflaster holen und alle sind glücklich. Und das Numima und rennt weg. So muss das laufen. Kommt das nächste? Ruhig, wir haben noch gar nichts getan. So, dann kommst du jetzt erstmal die Heilungsdisk. Am besten noch eine, damit du mal wieder ein bisschen weiter oben bist. Und dann holen wir dir das Pflaster, damit du wieder Ruhe gibst. Oh, so haben wir auch genug Geld. Dann sollte das auch kein Problem sein. Okay, gather round. So. Wir haben keinen Platz. Das ist natürlich weniger schön. Haben wir irgendwas, was ich mal eben benutzen könnte? Ich kann es auch einfach wegschmeißen. So. Das sollte jetzt aber... Ja, sehr schön. Also noch ein neues. Irgendwann kriegen wir es dann auch hin, damit Gatomon endlich zufrieden ist. Dickes Pflaster auf dem Kopf. So. Jetzt geht's euch wieder gut. Wir können endlich diesen Stock suchen. Und vielleicht mal ein bisschen vorankommen. Zwei auf einmal. Und dann auch noch aufs Klo, ist das euer Ernst? Na, schafft ihr das? Kriegt ihr das hin? Obwohl ihr aufs Klo müsst? Ich weiß, die Blase drückt, aber ich glaube an euch. Ihr kriegt das vielleicht sogar auf die Reihe. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht kämpft es ja auch einfach mit voller Blase ein bisschen besser als mit Gelehrter, wer weiß. So. Hat doch ganz gut funktioniert. Ja, ich hab's verstanden. Wir gehen jetzt zum Klo. Auf geht's. Viel Spaß. Ihr könnt euch nicht ganz entscheiden, wo ihr hin wollt, glaube ich. Aber okay. Gatomon hat mich angeknurrt, weil es verletzt war und geheilt werden möchte. Ready? Nur hat uns das fehlende Item gefehlt. Und deshalb war es schon ein bisschen aggro. Kaum sind sie wach, haben sie wieder Hunger. Schlimm, die beiden. Wirklich. Die müssten schon durch die Gegend rollen, so viel wie die essen. Du hast auch Hunger. Du kriegst auch einen Pilz. Immer
da noch Hunger hast. Das war ja ernst. Hey, everyone! Weißt du, Pilze machen euch nicht wirklich satt, aber ihr könnt nicht ständig Fleisch fressen. Hier. Nom, 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 nom. Können wir jetzt endlich diesen blöden Stock finden? Es ist nur ein Stock. Es kann nicht so schwer sein, einen Stock zu finden. Hier scheint aber nichts zu sein. Zumindest sehe ich hier keinen Stock. Schild. Ich möchte nur einen Stock. Ich möchte mich gar nicht mit euch anfreunden. Okay, hier sind noch ein paar Quests. Hier ein Stock. So wie ich das sehe. Das Aruramon, das Renamon da hinten, die wollen auf jeden Fall mit uns reden. Devilmon, hier gibt es ganz schön harte Digimon. Ich bedenke, dass es gerade mal der Anfang des Spiels ist. Krass. Aber gut. Besser als wenn es dann langweilig wird irgendwann. Weil nur die einfachsten vom Einfachen da sind. So, dann quatschen wir doch erstmal hier. Schauen, was hier von uns verlangt wird. Wenn du durch die Höhlen bist, kommst du zum Cut-Mod. Das Modschiff ist ein Piratenschiff. Die Crew ist schon lange fort, aber es sind noch starke Digimon in der Nähe. Das ist alles. Mehr wolltest du mir damit jetzt nicht sagen? Ist dein Ernst? Ihr müsst jetzt aufs Klo. Ready? So komme ich ja nie voran. Schlimm. Noch ein Klo? Ja. Hier, in den Schwarm mit euch. So, das heißt... Wow, die kommen alle auf einmal? Hätte einer nicht gereicht? In Ordnung, Freunde, ist in Ordnung. Ich wollte doch eigentlich nur mit Renamon reden. Mehr wollte ich gar nicht. Ungerecht! Ich krieg das hin. Ich glaube an euch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und den hast du auch nochmal drauf. Ich sehe zwar nichts mehr, aber okay, gut. Das sind definitiv zu viele auf einmal. Wieso greift ihr denn ständig auf? Einen anderen anstatt einfach mal dabei zu bleiben. Das wäre doch einfach. Tschüss, Dani, und danke, dass du da warst.
habt ihr sehr schön gemacht. Noch mehr Infos. Gewicht wäre Garuman, okay. Ich wollte jetzt aber trotzdem eigentlich... Ich wollte mit Renamon reden und nicht von Demi Devimon angegriffen werden. Geh weg. Mit dir wollte ich eigentlich auch nicht kämpfen. Weil es ist nur eins diesmal. Das wirst du bereuen. Wahrscheinlich mit den anderen verkracht und dachte sich dann, jetzt wo die anderen aufgemöbelt wurden, kann er ein bisschen aufmucken. Ist nicht. Nicht mit uns. So, darf ich jetzt endlich... Wo ist Renamon jetzt? Ich möchte doch nur ganz kurz mit ihm reden. Mehr will ich doch gar nicht. So. Geht doch. Ein menschlicher Zähmer, sammelst du Zutaten? Jedes Digimon hat eine Lieblingszutat. Hast du mehr davon? Kannst du mehr Digimon-Freunde zufriedenstellen? Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich habe mit dem Training zu tun. Wir sehen uns. Dein Ernst? Das ist dein fucking Ernst! Die waren richtig, richtig nützlich. Aber gut. Da hinten vielleicht irgendwo der Stock? Wäre schon ganz cool. Bevor wir gleich wieder angesprungen werden. Aber sieht eher nicht so aus. Renamon hat was zu tun. Ja, klar. Steht einfach weiter rum. Ja, das scheint ein Waiting-Game zu sein. Wow! Kommt mal ins neue Gebiet und wird erstmal umgerannt. Frechheit! Nicht nett. Nein, nein, nein. Rächt euch! So solltet ihr euch nicht rächen. We lost? Gut, da hätten wir wohl das erste Game over. How? How could I let this? Okay. So, und nun? Haben wir wieder keine Pflaster. Heulen sie beide rum. GG. Ja. Ich finde, wir haben das ganz schön gut hingekriegt. Ready? Erstmal die TP wiederherstellen. Mit das zumindest schon mal gemacht wurde. Nehmt Medizin auf. Ja, finde das. Dann müssen wir mal ein bisschen was lagern. Sonst haben wir wieder keinen Platz, wenn wir gute Sachen finden. Den Kram da zum Beispiel. Die Erdbeere, die nicht aussieht wie eine Erdbeere. Die Nuss. Apfel. Das kann auch alles weg. Halt. Fleisch würde ich gerne behalten. Und das braucht auch kein Mensch. Schon haben wir wieder ein wenig Platz geschaffen. Sehr schön. Huch. Okay. Einfach mal eben eine Stufe aufgestiegen. Warum auch nicht? Machen wir den Beutel größer. Schadet nicht. Was
können wir noch so machen? Steigert die Effekte. Sind eigentlich alles tatsächlich nützliche Sachen. Warte. Camping. Das klingt auch gut. Nehmen wir doch erstmal das. Das ist doch gut. Jetzt fehlt uns aber immer noch der blöde Stock. Das kann doch nicht wahr sein. Oder sollten wir vielleicht mal in der Serverwüste schauen, ob wir da vorankommen? Wer weiß, wie stark die Digimon da sind. Klatschen uns wahrscheinlich dann auch erstmal weg. Und ihr habt schon wieder Hunger. Leute! Come on, eat up. Ist das denn euer Ernst? Ah, ihr habt auch beide immer noch Hunger. Here you go. Ja. Saftiges Fleisch. Fleisch ist immer gut. Schauen wir uns halt mal woanders um. Boah, ist das Numemon riesig. Was für ein Monster. Wow, das scheint aber auch irgendwas Stärkeres zu sein. Wow. Ich möchte in die Höhle. Theramon möchte auch mit uns reden. Offensichtlich. Das Klimon möchte uns ein bisschen aufs Maul hauen. Verschwende! Keep your eyes open. Kriegen wir das hin? Auf es mit Gebrüll! Na, ja, läuft doch gar nicht so verkehrt. Bam! Und ein Klo bekommen. Haben wir ihn einfach so aus den Rippen geboxt. Ja, so muss das laufen. Noch mehr Infos? Noch mehr Infos, ja. Ey, was ist los? Hm? Dich? Noch nie gesehen. Sehen seltsam aus. Ich, Gabuterimon, stark sein. Wollen du mich trainieren? Sehen, wie stark ich sein. Du mit mir kämpfen? Aber ich sage, ich ganz schön stark. Richtig stark. Okay. Freak. Können wir das schaffen? Sieht zumindest aus, als könnten wir es schaffen. Boah, das lief doch ganz gut. Statt Florzien? Besser als hier draußen? Okay, anstatt trainieren wollen. Auch gut mit Werkzeugen. Na gut, damit haben wir zumindest das nächste Digimon. Auch wenn es ein bisschen schwer vom Begriff war. Gut.
Was ist das? Mitnehmen. Okay, hier ist ein fetter Stein im Weg, da kommen wir noch nicht weiter. Was machen wir? Scheinbar nur ein Käfer hören und kann nicht richtig reden. So kam es rüber, ja. Ihr seid mir ein paar zu viele, muss ich sagen. Wow! Mann, das war schnell. Wie viele laufen denn uns hinterher? Oh, jetzt hat es Angst und ist abgehauen. Jetzt auch. Steine? Steine brauche ich nicht. Ich komme hier echt nicht raus. Kannst du nicht über das Kabel laufen, Frau? Das kann doch nicht so schwer sein. Attacke! Immer Luft da. Stay calm. Yeah, yeah. So, Angriffs-Plugin. Okay, sieht aus wie ein USB-Stick. Du wirst auch ärgern. Na komm. Komm doch. Du wirst es doch bereuen. So muss das sein. Komm. Noch ein Angriffs-Plugin. Unten sind noch mehr Goblins. Aber wo ist mein Stock? Kann doch nicht so weit weg sein. Er muss doch hier irgendwo im Gebiet zumindest sein. Aber ich sehe hier keinen Stock. Hm. Nichts aus. Dann gehen wir erstmal woanders hin. Apfel? Und Goblin. Was gibt's hier? Flüssigkeit aus dem Gras. Noch mehr Goblin. Ordnung. Chill. Ich möchte hier nur einmal durch. Mehr möchte ich gar nicht. Ich habe euch gar nichts getan. Was wollt ihr eigentlich von mir? Oh, das ist Kubagamon. Quatschen wir doch mal mit Kubagamon. Hallo. Oh, hungrig. Wo bin ich? Wer bist du? Ich bin Kuwagamon. Ich suche nach etwas zu essen. Ich liebe königliche Digi-Gelee. Das gibt es auf den Waldpfaden in den nahen Ebenen. Aber ich habe mich auf dem Weg dorthin verirrt und ich weiß nicht, wo ich bin. Bitte, kannst du mir königliches Digi-Gelee bringen? Jo, kriegen wir wohin. Königliches Digi-Gelee gibt es auf den Waldpfaden in den nahen Ebenen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Aber gut. Wir können doch nicht zusehen, wie er verhungert. Das geht doch nicht. Das arme Kuwagamon, das da mitten im Nirgendwo rumsteht und Hunger hat. Wo gehen wir denn am besten lang? Da kommen wir nicht vorbei wahrscheinlich.
Ne? Ne? Komm her. Du bist nur eins. Eins sollten wir hinkriegen. Draufklappen! So sieht's aus. Schön. So muss das doch laufen. Ein paar Digitationsinfos. Du möchtest auch noch eine Abreibung. Meine auf du. Läuft. Was gibt's hier Gutes? Holz. Hier kein Holz. Haben wir schon genug. Und noch einer. Da sehen Sie schon, wie Ihre Freunde total umgeboxt werden und lernen trotzdem nicht draus. Schlimm sowas. Einfach nur schlimm. Und zack, noch einer weg. Da ist noch einer. Mehr Holz. Du bist auch? Na klar. Auch für dich eine Abreibung. Was gibt's hier denn noch? Was Schönes? Nützliches vielleicht? Was ist das? Mitten im Nirgendwo ein brauner Fleck. Stein brauchen wir nicht. Soll wieder Holz sein? Oh. Sonst gibt's hier nichts. Nichts Spannendes jedenfalls. Dann suchen wir doch etwas Digi-Gelee. Du möchtest auch eine aufs Maul. Sehr schön. Was denn? Ach, hier. Ich höre es nur schreien. Wie? Warte mal, guck so böse. Ich glaube, es hat sehr viel Spaß daran, die Digimon umzubringen. Bei umbringen ist das falsche Wort. Sie rennen ja dann weg am Ende. Hallo, Goten! Das läuft doch ganz gut. Schon wieder Hunger. Immer diese Fressen. Fressen, fressen, fressen. Mehr gibt's bei euch nicht, ne? Nur fressen. Hier. Dickes Fleisch. Vielleicht hält das dann auch ein bisschen länger. Aber nur ein bisschen. Numemon, ey. Ja, das stimmt. Numemon ist echt hart an der Grenze. Skorzumon möchte auch mit uns spielen. Stay calm. Stay calm. Yeah, yeah. Irgendwo da hinten ist ein Verkaufsautomat, wurde uns gesagt. Schauen, ob wir uns da zurechtfinden in der Wüste. Okay.
Corona keine MP mehr, wenn ich richtig gesehen habe. Das ist nicht so schön. Aber dagegen können wir ja noch was tun. Oh, da hinten glitzert was. War wahrscheinlich der Ausgang gewesen, denke ich mal. Ja. Wobei wir von da gekommen sind. Wir gehen einfach zum Glitzern. Glitzer! Glitzer ist bestimmt gut. Keep your eyes open. Yeah, yeah, wie sie sich freut. Das arme Götzenloh. Glitzer. Zur Heiligen Halle? Oh. Okay, hier kann man wenigstens wieder gucken. Das ist auch schon mal von Vorteil. Das ist ein goldenes Numelon. Das einsam und alleine da rumsteht. Ne, da hinten ist auch noch eins. Aber es... Die sind ein bisschen stärker. Oh. Chill. Mit dem vielleicht umboxen ist die nächste Frage. Nehmen wir das Vieh. Wo? Welches? Wow! Dann hörst du aus dem Nichts einfach umgerannt. Das ist doch echt, ganz schön unfair. Los! Gnadenstoß versetzt. So muss das sein. Greift uns wahrscheinlich gleich wieder das Nächste an, einfach weil der da zum Beispiel. Oder er lässt uns tatsächlich vorbei. Das ist auch ganz nett. Ab und zu können sie halt auch mal nett sein. Okay. Okay. Er ist aber nicht nett. Kannst du dir nicht an deinem Kumpel ein Beispiel nehmen? Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, 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 ja. Way to go! It's working! Oh. Stay calm! Jetzt bin ich paralysiert? Was soll das? Nur weil du Mundgeruch hast. Hörst du bitte damit auf? Nice hit! It's working! So, Geruch jetzt. Der Boing-Sound kommt von Gatomon. Ich glaube auch tatsächlich. Was treibt es da hinten? So schnell wie es rennt? Ganzen Staub aufgewirbelt beim Wegrennen. Ihr müsst jetzt aufs Klo. Euer Ernst, da steht ein fettes Garurumon. Und ihr müsst aufs Klo? Die keine anderen sorgen. Hier. Rein in den Schwan. Geht's euch jetzt besser? Ich hoffe es. Weil da kommt ein fettes Garurumon. Wow. Keep your eyes open. Auf sie mit Gebrüll. Du hast keine Empfehlung. Nicht mehr so viele. Das ist nicht schön. Oh. Etwas zu lang. Das wird nix. Oh,
wir denn nicht noch so weiter? Jetzt ist Gardemon tot. Super. No! I don't believe it! Ah! I'm so, so sorry! Oh no! Was bist du denn jetzt? Oh! Great timing. Tolles Timing, meine Digimon sind gerade gestorben. Du hast nichts Besseres zu tun, als mir so einen Scheiß zu erzählen? If they've suddenly been thrown into this world and thus considering the strange incidents with the machine Draymond, you should... Ich möchte nicht nach ihnen suchen. If we can exchange information, maybe we can find out and maybe we could solve some other mysteries too. Like how we can send the witness reports are coming from the south of Nye Plains. Mm-hmm. Got a second? Made my day. Kautiermann ist zurück, ja. Okay. Ping, 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 ping. Draußen sind noch mehr Menschen. Kraftwerk 2. Oh, da können wir ja dann mal vorbeischauen. Das ist ja kein Problem. Fleisch. Unsere Items noch mitnehmen. Hau her den Kram. Ja. Okay, gut, nehme ich. Dann gehen wir noch mal eben ein wenig trainieren. Schadet ja nicht. Bisschen heilen. Nach unserer grandiosen Niederlage. Okay, let's go! Mehr Fleisch geben. Ja, Fleisch macht stark. Stay focused. Zu früh. Are you ready? 3. Hätte ja klappen können. Und ein Nickerchen. Sleepy. So muss das sein. Rastet halt aus. Ist okay. Geht bei euch schief. Ich arbeite hier. Ich raste Trainingsgerät auf. Ich benutze Trainingsgerät oft. Kraft sparen, stark kämpfen. Yo, ist in Ordnung. Meine Güte. Rastet halt aus. Fleisch. Und schon ist Ruhe. Oder auch nicht. Ja, hier. Nom, 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 nom. Hört ihr das? Diese Ruhe. Ist das nicht schön? Was ist das eigentlich hier für ein Teil? Ja, aber warum sitzt du auf dem rosa Ding? Warum hat es ein Gesicht? Dinge, die keiner versteht. Wieso steckt die 10er-Stufe eigentlich immer so aus dem Nichts, wenn ich gar nichts getan habe? Dingy-Freund Boost. Taschenerweiterung ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Noch? Steigert die Effekte. Steigert Glücklichkeit. Oh, das ist doch gar nicht mehr so verkehrt. So, das ist die Übersicht. Ah, ich verstehe.
Auf ins Getümmel! Hier haben wir eigentlich jetzt alles gemacht. Ja. Dann gehen wir doch mal weiter. Wir brauchen ja noch den Stock, das Digi-Gelee. Und sollen nach den anderen Menschen suchen. Schauen wir doch mal, was uns so auf dem Weg entgegenkommt. Vielleicht finden wir da ja schon das ein oder andere. Wir sind jetzt da unten mit storytechnisch weiter. Und dann laufen wir doch einfach mal da unten hin und lassen uns überraschen. Es hat uns gesehen. Keep your eyes open. Yes! Und tschüss. Ich mag die Musik in dem Spiel, geht gut ins Ohr. Oh ja, das stimmt. Macht richtig Laune. Und da mag man auch wirklich mal ein bisschen länger spielen, einfach nur um die Musik zu hören. Jetzt eins zu weit. Also laufen wir hier nochmal vorbei. Und so ein Gottlimon. Das nehmen wir doch mal eben mit. Demzufolge müssten hier irgendwo Menschen sein. Menschen, seid ihr da? Ich sehe keine Menschen. Wo sollen hier Menschen sein? Keine Menschen. Keine Menschen? Hier sind hier gar nichts. Was Kuwagamon? Was war's denn? Ihr müsst schon wieder zur Hölle. Was ist hier? Oh, ich sehe Menschen. Himari, look, look, it's a human. Whoa, Rika, don't get too close. I told you, we don't know what's going on here, so we have to be careful. But this person looks kind. Those are the most dangerous types of people. It's not normal. Hey! Noch ein Mensch. What is it? A human? Ihr seid doch selber Menschen. Tut so, als hättet ihr noch nie einen gesehen. Hey, Himari, Kota changed completely too, you know. Even in the presence of a beautiful girl like me, he didn't turn into a big bad wolf or anything, you know? He looked after Pabamon and Yuramon too, after all. Kota really is a good person. What are you talking about? Nothing important. We're discussing whether or not this person is a big bad wolf. Anyway, at least tell us your name, okay? Before you ask someone's name, isn't it polite to give your own name first? Yukimura, you're always so formal. You said the exact same thing when we first met. It's called manners. It das really goes Gilmon hat saying. So eine tiefe Stimme? Ernsthaft? Warum? Das klingt wie so ein alter Mann. Well, I guess I need to learn by your example. Show us how it's done. Fine. My name is Yukimura. This is my partner Kota. Was? Gilmon hat einen Partner und das ist der Mensch? I'm Kota Hirose. Nice to meet you. I'm Rika. I'm Himari's partner. And I am Himari Ofuchi. I see.
That's a good name. Huh? I've heard that name somewhere. Was? Du hast meinen Namen gehört? Woher? Kota, do you have something to eat? Only 2 Digistocks. I want to go in farther, but there's an aggressive Digi... There's not much around here for Digimon to eat. We don't even know how to get back to our own world. Oh yeah, how did you get here? Mein Digi-Weiß hat mich gefressen, tut mir leid. You can't get back to the real world even from, Flotia? Well, if you're still here, there really must be no way back, right? Could the problem be the machine Draymond attacks? This world is... No thanks to you, Kota. But first things first. Well, let's see if we can get to Flotia. We can take these Digimon too, right? Klar, wir haben genug Platz. Habt ihr da drin ein Klo? Nein, kein Klo. Warum nicht? Hey everyone! Das sind so viele Digimon und ihr habt nicht mal ein Klo. So geht das doch nicht. Hey! Nimm das Klo! So wird das nicht. Und hier wachsen Monster-Zitronen. Sich fällt. Wer ist hier nicht? Sieht so aus. Leiter-Zitrone? Was leitet die denn? Was gibt's hier? Säure. Da hinten wahrscheinlich auch Säure sein. Öl. Okay. Hier die Öl. Das Gelee haben wir immer noch nicht, dass wir einen Kuhwagermann geben könnten. Hinten sind noch ein paar Steine. Kann man mitnehmen. Eine alte Karte. Ich sage mal verhungert, bis wir das Gelee haben, aber who cares? Dann gehen wir wohl jetzt Richtung Floatien. Gucken, was mit unseren Menschenfreunden passiert. Etwas Holz. Auch nur Holz. Zitronen betreiben bestimmt das Kraftwerk. Bei der Größe sind die auch bestimmt verstrahlt. Es wäre nicht sonderlich abwegig, das stimmt wohl. Tschüss, Goblimon. War schön mit dir. Digi. Okay. Hey everyone! Da habt ihr euch das Essen doch glatt verdient nach dem anstrengenden Kampf. Ich will eine Zitrone essen. Eine Zitrone, die dich mit einem sanften Schreck aufweckt. Okay. Gut, wenn es weiter nichts ist. Gibt keinen Gejammer. Wird gegessen. Who's hungry? So. Blue. Geht's weiter. Biomon kommen wir ja immer noch nicht weiter. Dazu müssten sich unsere Digimon erstmal wieder auf die nächste Stufe digitieren. Und dann eventuell fliegen können. Weil die ja unbedingt
jemanden treffen möchte, der fliegen kann. You've got mail. Ich bin so froh, dass wir uns begegnet sind, aber es ist echt komisch, dass jemand zwei Digimon-Partner hat. Echt komisch. Vielen Dank nochmal. Dass es noch andere Menschen außer mir und Himari gibt, ist eine große Erleichterung. Weil? Weiß kein Mensch. Folge dem Ausrufezeichen. Ja, ist wieder eingefallen. That name you told us. What? Didn't you hear the first time? You don't remember anything, Kota. I'm supposed to know this person or something? Do you remember the National Digital Monsters Tournament when we were in fifth grade? Of course. We only got into the top four, but it was still one of the best moments of my life. Me too. We both lost in the semifinals. But the person who got to the finals? What? It was... Kota was so nervous. I don't think he'd remember you. Danke für den Follow und schön, dass du hier bist. And Himari had just got into high school, so she probably wouldn't know you either. Anyway, where is Gigimon's house? Also gab es in unserer Welt auch schon Turniere. Wir lernen nicht aus. I see. Of the four strongest participants in the same tournament, three have mysteriously been pulled. I feel like this has to be more than just coincidence. This Digivice was a runners-up prize for those in the semifinals. That must be what brought us here. Does that mean the other semifinalist is here too? Maybe. Or maybe they didn't use their Digivice yet. Digivices that only you people carry. If we weren't in so much trouble already... How dangerous are all these machine Draymond attacks? They're very dangerous. They might mean the end of the digital world. If we could do something about the machine Draymond, will you help us get back to the real world? Yes. I have already made a promise to this tamer. Then you'll have our help as well. We'll do anything we can to help, if there's a way to get back to the real world. So, what should we do? This tamer has been bringing residents back to Floatia, and there's still the threat of the violent Digimon. Would you perhaps... Bodyguards? Oh, that sounds super cool. Leave it to us. You sound motivated, at least. Anyway, I've been building a device that will be able to detect the pred... It will take some time for me to finish it, with just me. That is why I am hoping to enlist the cooperation of... Will you go to Logic Volcano and find Tauman? He can be something of a slow starter, so this may be a tough So, wir wollen also zu Tauman. Stehen und wo ist die andere Troller hin? Mysteriös! Noch eine Mail. Ina? Komm mal kurz her. Na, eben ein Höhleneingang oder sowas ähnliches. Ich habe eine dringende Bitte. Ernsthaft, was soll das heißen? Das klingt dubios. Das ist überhaupt nicht dubios. Vom schönsten Trainer aller Zeiten.
Was? Dein Ernst? Random E-Mail bekommen und glauben, dass man da hingeht, oder was? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, wir möchten Fleisch. Fleisch ist immer gut. Ohne Fleisch geht hier gar nichts. Mehr Fleisch. Eine Runde trainieren. Keep getting stronger. So. Hi. Bisschen ausweichen schadet auch nicht. Juhu. Bonus. Training time. Ausweichen. Und dann schauen wir uns die Welt ein wenig genauer an. Müsst ihr nochmal aufs Klo? Noch habt ihr die Gelegenheit. Hier. Sieht nicht so aus. Dann gehen wir los. Habt ihr schön gemacht. Noch mehr Infos. Juramann, du stehst voll im Weg. Hast du schon mit Numemon gesprochen? Hab ich tatsächlich schon mal getan. Glaube ich. Wir können ihn aber gerne nochmal ansprechen. Muss was essen? Nein. Just a minute. Brauchst du es nicht essen? Hm. Kamera. Dreh dich. Hallo, Numemon. Ah, verstehe. Der gibt es auch jeden Tag. Das Klo, das ist gar nicht mal so verkehrt. Danke für den Hinweis. So, was sagt denn die Karte jetzt? Mal nach unten. Schon wieder Hunger? Der Weg muss so anstrengend sein, dass die alle ihre Kraftreserven sofort aufbrauchen. Sofort. Quasi so von 0 auf 100 und dann so, oh, mein Bauch. Danke. Immer schön drauf. This is it. Yes. Stay calm. Now attack. Stay calm. Da hat das Goblinon gar keine Chance gehabt. Und wir kriegen mehr Fleisch. Fleisch ist gut. Oh yay, wir haben endlich den Ast. Dann können wir ja zu Wormon gehen. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Wir sind heute ganz schön erfolgreich. Huch, wo ist es denn jetzt? Ach da. Da hat es sich versteckt. Und noch mehr Fleisch. Wollt ihr uns alle Fleisch geben? Habe ich auch kein Problem mit. Was hier noch?
Und das Digi-Gelee. Mensch. Wenn das so weiterläuft, sind wir heute sehr produktiv gewesen. So, dann gehen wir zu Wormen. Mensch, ruhig. Nicht so aggressiv. Ich hab doch gar nichts gemacht. Da gehst du ganz gechillt hier lang, willst keinem was Böses und wirst von allen Seiten angesprungen. Ihr wollt nicht schlafen, dann eben nicht. Huch! Junge! Gut, dann halt nicht. Jetzt doch wieder. Weiß auch nicht, was es will. So, Quest-Items sind immer mit goldenem Rahmen und bunten Funken zu finden, so wie der Ast. Ah, das ist auch gut zu wissen. Das macht das Ganze ein wenig einfacher. Hast du mir etwas gebracht, das ich als Route verwenden kann? Jo, nimm. Oh, damit müsste es gehen. Nun muss ich nur noch die Schnur ans Ende binden. Ah, die Angelrute ist fertig. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Hier ist ein kleines Dankeschön. Und jetzt können wir angeln. Juhu! Ich hoffe, es hilft dir beim Angeln. Setz es klug ein. Und wieder ein neues Mitglied unserer Stadt. Mensch. So, und jetzt können wir noch zu Kuwagamon gehen. So, zwei auf einmal. Und einen hätte ich ja noch ein bisschen gespielt, aber zwei? Das muss doch jetzt nicht sein. Hilfe. Hier rein. So. Ich muss noch eine Nebenquest. That's how you do it. Get it off! Das war nicht nett. Hey, you! Nice hit! I'm counting on you. Nicht nett. Überhaupt nicht nett. Es war auch nicht nett. I don't believe it. Also irgendwie, Red Vegimon mag uns nicht. Got a second? Und schon wieder erzählt es uns lieber, wer in die Stadt gezogen ist, statt zu sagen, oh Mensch, deinem Partner geht's ja gar nicht so gut. Aber, ja, kann man wohl so auch machen. Du Egoist, Hauptsache wir machen, was du willst. Now then. George! Das ging fix. Man sterben eine Dämon endlich für immer. Sie sind unsterblich. Die können nicht sterben. Sie werden für immer bei uns sein. Sie werden für immer aufs Klo gehen. Immer und okay, immer wieder. Go. Na, sieh mir einer an. Und wir kriegen
Mega-Kapitän macht. In Blau. Okay. Wie auch immer aus einem Kyuubi ein Mega-Kabuterimon wurde. Okay. Gut. Soll mir auch recht sein. Hübsch. Ja, Gatomon möchte aber offensichtlich nicht digitieren. Aber so haben wir dann wenigstens noch was für den nächsten Part. Ist doch auch schon mal was. Was können wir denn jetzt noch ein bisschen aufmotzen? Das ist gar nicht so verkehrt. Das Spiel ist viel zu nett zu dir. Warum digitiert es, nachdem es gestorben ist? Weil es blau ist. Wäre es nicht blau, wäre das wahrscheinlich nicht der Fall. Es liegt nur an der Farbe. Mach mal ein Nickerchen. So auf dem Boden. Jo! Mensch! Meine Güte. Alles wird gut. Mensch, Mensch, Mensch. Kann sie ausrasten? Rastet ihr auch immer so aus beim Frühstück? Typ, du stehst mir im Weg! Geh zu Kurumon. Bitte lösch Mega Kabuterimon. Aber es ist doch so hübsch. Nie sowas Hübsches gesehen. Es ist blau. Ja, Redman, da hast du verdammt recht. Es ist blau. Es ist ein Shiny. Eigentlich ist es nämlich nicht blau. Und wir wissen, Shiny soll man schön behalten. Ich schmeiß immer mit Essen um mich. So, wo? Mir zwar egal, aber hier ist Punkt, Punkt, Punkt. Es scheint auch sehr gute Laune zu haben, unser Shiny Mega Kabuterimon. Wir könnten dann jetzt angeln. Schauen wir doch mal, dass wir jetzt noch Kuwagamon glücklich stellen. Und dann sind wir schon durch mit der Session für heute.
Ruhig, Brauner. Alles wird gut. Wow. Wie eklig. Kotzt es sie einfach mal an. Könnte Magensäure sein, so wie das aussieht. Ja. No. Lass mich. Blödes Goblimon. That's how you do it. Nice. Ihr seid nicht freundlich. Go. That's how you do it. Ja, das Gelee habe ich gefunden. Das lag direkt neben dem Ast, den Wormon haben wollte. Ich glaube zumindest, dass es das war. Verwirr mich nicht. Das sieht gut aus. Du hast mir königliches Digi-Gelee gebracht. Ich habe so Hunger. Gib es mir. Köstlich. Mein Lieblingsessen. Jetzt bin ich satt. Hä? Was mache ich denn hier? Wo bin ich? Nachdenken macht mich hungrig. Ich möchte königliches Digi-Gelee essen. Wo ist es? Los, wir gehen welche suchen. Okay. Alles klar. Ein wenig angsteinflößend. Aber scheinbar haben die ganzen... Die ganzen Käfer-Digimon einen an der Waffel. Müsst ihr schon wieder aufs Klo? Habe ich denn noch Klos? Ja, gut. Dann könnt ihr eben noch aufs Klo gehen. Oh, da hinten steht ein mutiertes Okramon. Das ist nicht so schön. Einmal aufs Töpfchen gehen. Ja, dann würde ich fast sagen, wir beenden den Stream heute hier. An dieser Stelle, wir haben einiges geschafft, sind also gut vorangekommen. Und ich würde fast sagen, wir schauen dann jetzt alle mal rüber zu Ranma 2107 und schauen mit ihm noch ein bisschen Tales of Berseria weiter. Ich mache am Mittwoch wieder einen Stream. Wird dann um 21 Uhr sein, dann spielen wir wieder Sims 4 mit der Thief Challenge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ansonsten noch einen schönen Restsonntag. Tschüss!